Ganz klar. Es würde bei uns so oder so definitiv den Samstag betreffen. Weil ich, wie gesagt, ich habe dann keinen Urlaub mehr. Ich komme dann direkt nochmal extra für den Samstag halt nach Köln oder besser nach Oberhausen in dem Fall. In meine Hood. Ja, genau. Ich muss nicht krank Nur. schreien. Hust, hust. Nein, bei mir geht's ja, ich fliege Freitagabend los und fliege Sonntagabend wieder zurück. Ja. So, das ist halt, welcher ist das? Der 16., ne? Der Samstag? Yep. Also es würde definitiv, wenn wir uns Karten holen, sowieso nur den Samstag betreffen. Ja, Ja, richtig. das waren ja extra für den einen Tag. Naja. Ja, also ich finde, man könnte dann eher sich, wenn wir jetzt da nicht hingehen, wir beide, und uns dagegen entscheiden sollten, finde ich, könnte man das dann halt so machen. Ihr geht ruhig auf die Gamescom an dem Samstag und abends, wenn die Messe dann zumacht, dann können wir uns treffen und wir gucken uns so lange die Stadt an. Und ihr erzählt uns dann, was ihr alles Schönes gesehen habt. Genau. Weil ich bin da mittlerweile nicht mehr so vom begeistert, leider. Ja, deswegen hat es mir ja damals auch nicht so viel ausgemacht. Also ich war schon extrem angepisst, dass die Ja. Wessis ja uns die Games Convention wegnehmen, ne? Also es ging ja mal gar nicht hier. Vorurteil, Vorurteil. Scheiß Wessis immer, ey, die nehmen sich immer alles raus, Ja, ne? ich Ja, nehme mir, was und ich ganz brauche. besonders die in München wohnen, ne? Also sowieso. Boah, die sind ganz schlimm. Das sind voll die Bayern, ey, ich sag's dir. Boah, ey, ekelhaft. Die Bayern, Ja. ey. Bayern, da sind wir mehr. Bayern, das bayerische Bier, ne? Jedenfalls habe ich mir damals auf der letzten Games Convention in Leipzig geschworen, ich werde niemals, und man soll niemals nie sagen, ich werde niemals die Kölner Messe besuchen. Ja, Ja, mal vier gucken, Jahre, wie fünf gesagt. Jahre später. 5 Jahre später steht der Palo vor der Tür. Ja, dann ändert sich alles. Aber Nein, wirklich alles. also, Süß, es tut mir ja leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich hatte jetzt nichts unbedingt mit dir zu tun, die Entscheidung, die Gamescom zu besuchen, weil die stand ja schon fest. Ja, Sehr schön. ja. Ah Die ja. kam, Solche die Idee Geräusche, kam wenn du schon. liegst. Ach Mann. Ach Mann, sagt Sorry. sie. Ach Frau. Ach, Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich sehe es ja nicht, was ihr da treibt. Nur Wir treiben mutmaßen. hier ganz unanständige Dinge. Ich trainiere meine Pokémon. Im Liegen. Im Liegen. Im Liegen. Ich So im nennt man Sitzen. das. Ich bin halt Ah. Profi, muss dafür nicht stehen. Ach Wir haben ja. nur wieder Tag gemacht. Das Übliche. Ihr habt die Nacht zum Tag gemacht. Könnte man so sagen. Ja, theoretisch könnte man das so sehen. Richtig. Ach ja, genau. Urlaub, Mammut. Ich habe gerade Du Urlaub, ja. hast gerade Urlaub. Ich wollte mal fragen, ein Mann, der niemals schläft, macht er denn Urlaub? Ja, inzwischen habe ich jetzt endlich Urlaub. Ey, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass ich Urlaub habe. Jetzt kannst du ja nicht mal den Schlaf nachholen. Das habe ich jetzt sogar in Tschüsschen. den ersten 2 Tagen gemacht. Da habe ich jetzt halt nachts einmal geschlafen und dann sogar tagsüber einmal. Also wirklich mal Nein. Mittagsschläfchen. Doch, wirklich. Oh mein Nein. Gott. Ein Ja, Mammut und schläft nicht. seitdem bin ich jetzt wieder. Dass die Hab keinen Bock Eiszeit mehr dich auf überra Schlafen. nicht, dass die Eiszeit dich überraschen, dann beeindrucken Ja, lässt. also schön wär's ja, ne? Ja, diese Sonne kann ich gar nicht ab. Ohne Scheiß. Aber Hast du noch was einen wundert's in Glowstone? den letzten Tagen? Ich wünschte mir mal ein Ich bisschen guck mal in Sonne meine wieder. Kiste, ist jede Menge Glowstone-Staub. Ja, ich brauche nur einen. Nimm dir 4 Stück raus. Huch, jetzt werde ich angegriffen auf dem Weg von dem Pikachu. Dann wollte ich dich ja Stark. gerade fragen, was du so in deinem Urlaub treibst, aber das brauche ich ja gar nicht Er fragen. nimmt auf und schläft wieder Er nicht. nimmt auf, ja. Ja, sorry, aber für mich, ganz ehrlich, ich war immer glücklich, wenn ich einfach nur zum Zocken komme. Ja, Ja, wenn einen das glücklich macht, man muss das tun, was einen glücklich macht. so sieht's Ganz aus. genau so lebe ich. Ja, ich muss Ist nicht echt cool. irgendwie 3 Kilometer in Urlaub fahren oder sowas. Muss ich auch nicht. Ja, obwohl 3 Kilometer in Urlaub fahren, Aber ich weiß, was du meinst. ne, ich bin dann zufrieden. Ich brauche meine eigenen heimischen vier Wände und das reicht.
Also ich war nie. Soll der Rest der Welt in Ruhe lassen und fertig ist. War nie so ein Weltenbummler. Also brauche ich nicht, Nee. will ich nicht. Also ich bin im Urlaub meistens immer nur zu ein, zwei Städten gefahren, dann hab da Freunde besucht, aber ansonsten so ins Ausland oder so nie. Ich habe mich dann immer einfach erstmal gefreut, dass ich frei habe. Ja. Dass ich wirklich mal so faul sein kann. Und dann war ich meistens so in der Heimat, ne? Ja. Pause ist halt doch immer noch am schönsten, zumindest mit genügend Abstand des Rest des Jahres. Des restlichen Jahres. Deswegen war es dann immer recht schön dann. Ich wohne ja auch, also ich bin ja auch in einer sehr schönen Ecke aufgewachsen. Oh, Wem die das kenne ich ja Lausitzer nicht. See. Das Lausitzer Seenland etwas sagt, ne? Da bin ich zu Hause. Also komme ich her. Dresden ist ja auch wunderschön, also hat es mich auch nicht unbedingt in eine hässliche Gegend verschlagen, aber da bei meinen Eltern ist es natürlich noch viel schöner. Da hast du einen See an den anderen, da kannst du übelst geniale lange Strecken mit dem Rad durch schöne Gegenden fahren. Früher war das eine total, sag ich mal, also. Ja, wie ihr bei euch ähnlich sagt, bei euch im Pott. Das war eigentlich alles Industrie gewesen, ne? Tagebau an Tagebau. Hallo Und jetzt? Hamster. Und jetzt ist das, sind die alle geflutet und ja, richtig schönes Naturparadies mittlerweile. Und wir wohnen mittendrin. User was moved Lauszentral. to your channel. So. Ich habe mal Hamster reingezogen, weil er auch gerade auf dem Server ist, aber ich weiß nicht, ob der uns hört und überhaupt irgendwas macht. Der ist bestimmt noch am Masturbieren. Oh, ja, er hat heil gesagt. Ja, ganz Hallöchen, trocken, Hamster. ganz trocken, ja. Aber oh, Das sowas ist er, von. ne? So ist er halt, der Hamster. Ja, Oliver Pocher. Wir haben Mitte gerade über Sonne dich bin ich so gelästert. an meinem Kondition-Walzer und bin währenddessen gerade, hab die Aufnahme gerade gestartet. Ja, dann Oh, hallo okay. an Hamsters Zuschauer, wenn du welche hast. Ich hab welche. Boah, das war fies. Das war Das hätte von Mobbing! mir sein können, so fies war das. Yay! Oh, scheiße. Mammut färbt auf mich ab. Ja. Hängst zu viel mit mir rum. Ich häng zu wenig mit dir rum, scheinbar. Nein, zu viel. Definitiv zu viel. Kann ich bestätigen. Zu viel. Einmal. Einmal ist kein Mal, zweimal ist einmal zu viel. Nein, bei ihm ist ab einmal zu viel. Ah. Ah ja, ist klar. Bei mir immer eine Extrawurst. Ist klar, Mammut. Ist klar. Ja, nee. Ich will nicht Nee, wissen, was du für nee, eine komm. Extrawurst haben Nee, komm. willst. Nee, komm, passt. Ja, du lernst jetzt ganz neue Seiten kennen, ne, Mammut? Nein, ich weiß auch immer, wenn er das Hunde! Wasser halt, geht es bei mir einfach nur von links nach rechts. Ah. Meinetwegen auch von rechts nach links, je nachdem. Obwohl, im Moment, ich habe Kopfhörer auf. Verdammt, es sammelt sich hier in der Mitte meines Kopfes. Explosion of Doom. Auf Total Doom. Auf Total. Lachkrampftunnel. Tunnel of Total Ultra Doom. Kennst du den noch? Ja, den kenne ich noch. Der existiert noch. Muss ich mal wieder vorbeikommen und wieder irgendwas in die Luft jagen? Nein, weil das Minecraft-Let's Play ist erstmal vorübergehend in der Pause. Was denn? Wegen Anderen Zeitmangel. Projekten und Ja. Zeitmangel und Zeitmanagement halt, ne? irgendwo ist mal vorbei. Da, irgendwas machst du mit deinem Zeitmanagement falsch. Muss Nee, mal es weniger ist. schlafen, Es. Kollege. Muss mal weniger schlafen. Da klappt das. Das haben wir probiert. Das ging eine Weile gut, aber. Ja, aber es ist auch so, dass mir das momentan einfach zu viel ist. Weißt du, hier ein Minecraft-Projekt, da ein Minecraft-Projekt, dann kam noch ein Minecraft-Community-Projekt mit Livestream dazu und. Und irgendwo war dann. Ende. Zu viel Minecraft. Ja, zu viel Minecraft. Und dann hatte ich das ja sowieso schon, mein Minecraft-Projekt, wegen der Zeit auf alle 2 Tage eine Folge beschränkt. Und ja, jetzt habe ich es halt erstmal noch bis zum Komplett. 6. laufen. Beziehungsweise jetzt ist es komplett pausiert, wenn die Folge hier draußen ist. No. Dann werde ich ja Folge 1000 eine ganze Zeit lang vor dir erreichen. Ja, natürlich wirst du. Aber das ist auch nicht schlimm. Nee, ist es nicht. Nö. Jeder legt sein eigenes Tempo fest. Guck mal, Gronkh hat ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht, ne? Mit Minecraft. Ja. Und er wird wahrscheinlich jetzt von 10.000 Leuten überholt, sag ich mal in Anführungsstrichen. Aber das stört ihn ja auch nicht. Nee, ich glaube, das stört ihn nicht. Ja.
Abgesehen davon, dass er natürlich... mit Herz dabei und wenn man merkt, ja. dass es nur noch... Ja, das hat man leider auch zum Schluss so ein bisschen gemerkt, obwohl ich es immer noch gerne gesehen habe. Aber... Das muss nicht sein. Richtig. Das ist ja der Vorteil, wenn man Let's Plays macht. Ne? Das ist ja nicht irgendwie dann so eine Zwangsveranstaltung irgendwie, sondern ja. Das soll ja Spaß machen. Ja gut, manche machen daraus eine Zwangsveranstaltung. Ja, das ist denen ihr Bier. Mhm. Also ich kenne da so ein paar. Ich kenne auch so ein paar. Die sich dann eher auf die Community einrichten, was die sehen wollen und dann machen sie das und lassen sich dazu mehr oder weniger auch teilweise zwingen und pipapo. Und da war ich dann schon immer so, dass ich gesagt habe, nö, ich mach das, worauf ich Bock hab. Entweder ihr guckt das so nach dem Motto oder ihr guckt das nicht. Entweder mach ich das dann halt für mich alleine, weil ich da Bock drauf hab, oder ich mach das halt auch noch viel für die Community. Leute, die bei mir immer Call of Duty sehen wollen und da sage ich ganz klar, nee. Ja, oder FIFA. Ist auch gut so. Nee. Nee, bloß nicht FIFA. Nee, FIFA finde ich auch schwer also, zu let's playen. FIFA zur Weltmeisterschaft, okay, könnte man drüber streiten, so die Spiele mal nachspielen, mehr oder weniger. Nee, aber so eine Grundeinstellung, nee. Das wollte ich nämlich gerade mal sagen, man ist doch immer noch in erster Linie Gamer, oder? Also Zocker. Ja. Achso, ich habe jetzt Gamer verstanden. Ja, habe ich auch. Ja, deswegen habe ich Zocker nochmal gesagt, weil ich gemerkt habe, das könnte man falsch verstehen. Da muss man doch nicht Spiele spielen, die man gar nicht mag, nur weil man Let's Plays macht. Also. Gut, ich meine, ich mag Minecraft, aber es ist halt immer sehr sättig. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, wenn man 3 Millionen Zuschauer hat, ob man dann auch Spiele Let's Playen muss, die man gar nicht mag. Außer du wirst also wie große Let's Player, also sehr große Let's Player, bezahlt für, ja, von den Firmen. Ja, aber wenn jetzt Geld kommen würde und sagen, hier, wir geben dir so viel Geld, dass du das Spiel spielst, was du im Endeffekt gar nicht magst oder generell nie gemocht hast, dann würde bestimmt manche Leute auch sagen, die mag ich nicht. Außer die, die jetzt wirklich auf das Geld jetzt wirklich scharf sind. Ja. Die würden das vielleicht dazu machen. Dazu würde ich auch gerne so viele Leute Sachen sagen, aber nein. Gerade wie die ja geboten bekommt. Ja, also es gibt wirklich nur, ich meine, Minecraft, gut, da bin ich zwar immer noch mehr oder weniger scharf drauf, weil das ist halt so ein zeitloses Ding irgendwo. Aber wenn es zu viel ist, ne, an Projekten und so weiter, dann muss man halt mal Abstriche machen. Und deswegen habe ich ja gesagt auch, ja gut, dann pausiere ich jetzt mein normales Minecraft-Let's Play erstmal. Außerdem ist es dann umso schöner, wenn man irgendwann mal wieder zurückkehrt und sagt, oh cool, wie war das denn noch? Ach, guck mal, und du musst ja da noch bauen und da noch bauen. Und dann hat man wieder ganz neue Ansätze. Ja, dann hat man wieder ganz neue Ansätze und vielleicht neue Ideen auch noch und so. Weil irgendwann gehen einem die Ideen einfach aus in Minecraft. Hund! Ich glaube, das würde mir... Katze! Maus. Was bei euch Minecraft ist ja bei mir Sims. Da auch mein Lieblingsthema. Nein, das würde mir jetzt aber auch so gehen, weil ich habe jetzt bestimmt mal überlegen, wann habe ich mit der Schule angefangen, mit der Abendschule. Oh, letztes Jahr im September oder so. Da habe ich dann aufgehört zu spielen. Also das ist bestimmt schon, sagen wir mal, ein Jahr her ungefähr. Mhm. Da habe ich ja auch meine Welt so angefangen. Ich habe darüber mal in einer Folge mal geredet, ne? Und komm. Da habe ich ja mir so eine eigene Welt gebaut. Ich glaube, wenn ich da jetzt wieder reingehen würde, würde ich auch so, oh ja, und da hast du das gemacht. Und so sieht das ja aus. Schön. Genau, da würde ich auch total abgehen, glaube ich. Also so kann ich das nachvollziehen, wenn das dann bei Minecraft bei euch auch so ist. Also bei mir ist es definitiv so, dass ich dann halt sag, bevor ich dann halt gar keinen Bock habe und dann einfach nur noch die Folgen sozusagen dahin rotze, ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Es hat einen neuen Skill. Ja. Ach, oder das? Nein, das ist eine Rüstung, ist das nur. Achso, das ist nur eine Rüstung. Der hat der Torch bei mir geschenkt. Ah, okay. Schleimer. Hamster, du weißt Bescheid mit Sonntag? Ja, da ist ihr Treffen und so alles. Genau, wissen die anderen auch Bescheid, weißt du das? Ja, der Golden Monty hat mich gefragt, habe ich gesagt, dass das diesen Sonntag ist, habe ich dir gesagt. Ja, okay. Ob Torchman und Slender das wissen, keine Ahnung. Slender weiß es, er wird aber nicht da sein. Okay. Weil der hat ja Geburtstag. Torchman habe ich leider nicht in der Liste irgendwo. Den hat keiner irgendwo in der Liste. Ich weiß jetzt nicht, ob Florian das weiß. Das muss ich mal nachfragen. Sto ja nicht Bescheid geben, das ist ja gar kein... Eben über Steam Bescheid sagen. Zum Bleistift, oder ich habe ihn ja bei Wotzi. Auch noch? Ja, natürlich. Den hast du nicht bei Wotzi. Dich. Das ist nicht richtig. Süße, zwei doofe Gedanke. Ich bin der Gedanke. Du hast What?
Oh Mann, ey, ich habe vergessen, vor der Aufnahme das Licht anzumachen. Ich sitze hier echt im Dunkeln. Ich auch.